Moin Moin und hallo, herzlich willkommen bei Game 2, heute mit folgenden Themen. Moss Book 2, die Fortsetzung des knuffigen VR-Abenteuers, in dem man Maus Quill bei der Rettung seines Königreiches hilft. Going Medieval, eine Mittelalter-Simulation, in der Essen schlecht wird, wenn es zu lange rumliegt. Und das Playdate, eine neue mobile Spielkonsole, die man mit einer Kurbel steuert. Da steht Kurbel? Keine Ahnung, frag mich nicht. Mit einer Kurbel? Wie soll denn das gehen? Na, wenn das da steht, Kuro wird das schon wissen. Oder Kuro? Handhelds. Nach dem PlayStation Vita-Debakel schien die Zockerei im Hosentaschenformat gefühlt etwas aus der Mode gekommen zu sein. Stattdessen wurden Smartphone-Geräte als Spieleplattform immer erfolgreicher und populärer. Doch mit der Nintendo Switch gewann mobiles Gaming 2017 dank Blockbuster-Titeln wie Super Mario Odyssey oder The Legend of Zelda Breath of the Wild wieder gewaltig an Attraktivität. Vor kurzem wagte sogar Valve mit dem Steam Deck ebenfalls einen beherzten Schritt in den Handheld-Markt. Jetzt kommt noch ein Gerät dazu. Das Playdate. Sieht ein bisschen aus wie ein plattgedrückter Game Boy Pocket. Das Playdate hat aber einen Kniff. Eine Kurbel. Aber nicht nur diese skurrile Eingabemethode macht das Playdate zu einem Indie-Darling. Kurbeln wir die Geschichte mal von vorne auf. Oder so. Panic. Das in Portland sitzende Software-Studio ist eigentlich nicht für Hardware, sondern für Mac- oder iOS-Applikationen bekannt. Aber auch in Sachen Videospielen könntet ihr schon mal über Panic gestolpert sein. Zumindest wenn ihr Firewatch oder Untitled Goose Game gespielt habt, wo das Unternehmen als Publisher fungierte. Ursprünglich als Geschenk für treue Kundinnen und Kunden zum 15. und dann zum 20. Firmenjubiläum gedacht, entstand das Playdate in seiner jetzigen Form in Zusammenarbeit mit der schwedischen Tech-Company Teenage Engineering. Die produzieren vor allen Dingen stylische Audio-Interfaces oder Synthesizer. Und ein erster Blick aufs Playdate verrät... Moment, halt! Das ist ja eine Scheibe Käse. Sekunde. Ah, hier, das ist das Playdate. Besser. Ein erster Blick auf das Gerät verrät, jopp, die schwedische Handschrift ist eindeutig zu erkennen. Das Playdate ist wirklich ein schmucker, kleiner, gelber Kasten. Vielmehr eher ein Kästchen. 76x74x9 mm groß und schlanke, 86 Gramm leicht. Steuerkreuz, A- und B-Taste, ein Knopf, um ins Menü zu kommen und ein Sleep-Button. Das LCD-Display aus dem Hause Sharp misst 2,7 Zoll, kommt mit einer Auflösung von 400x240 Pixeln daher und hat, haltet euch fest, einen ganzen Bit Farbtiefe. Unter der Haube schlummert noch ein bisschen mehr. Als CPU kommt ein Cortex-M7 mit 168 MHz zum Einsatz. Dazu noch 16 MB RAM und 4 GB Flash-Speicher. WLAN und momentan eher noch in der Theorie Bluetooth kann das Playdate ebenfalls. In Theorie deshalb, weil einige Bluetooth-Funktionen in Zukunft per System-Update nachgereicht werden sollen. Aber schaut es euch doch mal an. Wie klein und süß! Dagegen wirkt das Steam Deck wie ein fettes Schlachtschiff. Wir werden bestimmt vernichtet werden. Der reine Wahnwitz. Das größte und sicherlich auffälligste Alleinstellungsmerkmal ist die Kurbel, die an der rechten Seite des Playdates zu finden ist. Die kommt vor allen Dingen bei den Spielen zum Einsatz. Am Anfang wird es 24 Titel für das Handheld geben, die in Form einer Season veröffentlicht werden. Jeden Montag stehen zwei neue Spiele bereit, die euch gehören und heruntergeladen werden können. In der Bibliothek tummeln sich verschiedene Winz-Games, aber auch umfangreichere Dinger. Whitewater Wipeout erinnert doll an die Surf-Disziplin aus California Games und wird fast ausschließlich mit der Kurbel bedient. Casual Birderer ist ein Adventure mit charmantem Artdesign, bei dem ihr Vögel fotografiert und euch gegen eine Rabaukengang zur Wehr setzt. Crankens Time Travel Adventure ist ein abgedrehtes Geschicklichkeitsspiel, bei dem ihr fleißig kurbeln müsst. Ziel ist es, die Figur so zu bewegen, dass ihr Hindernisse überwindet und nicht allzu spät zu euren Dates kommt. Eine seltsame Prämisse, aber daran war ja auch Katamari-Designer Keita Takahashi beteiligt. Boogie Loops hat ein bisschen was von dem Musikeditor aus Mario Paint, läuft aber irgendwie technisch nicht immer einwandfrei und ist von den Möglichkeiten überschaubar. Bei Lost Your Marbles handelt es sich um eine Visual Novel, bei dem ihr Entscheidungen trefft, indem ihr eine Murmel durch kleinere Räume schaukelt, skurril und ulkig. Pick-Pack-Pup auf der anderen Seite ist ein klassischer Match-3-Puzzler. Das war der erste Schlag an Spielen, der uns zur Verfügung stand und mit dem wir ein gutes Gefühl vom Playdate bekommen konnten. Das Handheld ist hochwertig verarbeitet und fühlt sich wertig in der Hand an.
Zwar mag die Kurbel anfangs etwas seltsam erscheinen, ist aber ein witziges Gimmick. Aufgrund der geschmeidigen Bedienbarkeit macht es echt Spaß, rumzukurbeln. Allerdings wird relativ schnell deutlich, dass beim Designprozess der Style etwas wichtiger war als der Komfort. Denn richtig toll liegt das Playdate nicht in der Hand. Es ist irgendwie zu flach und zu scharfkantig. Und gerade wenn ihr zum Beispiel in Whitewater Wipeout mit der Kurbel lenkt und dann noch mit dem Steuerkreuz das Surfbrett in der Luft dreht, liegt das Gerät nicht so richtig stabil in der Hand. Da wir gerade am Meckern sind, das Display ist grundsätzlich cool und schafft es, trotz des E-Paper-mäßigen Looks ansehnliche Bilder zu zaubern. Zumindest, wenn man auf diesen Stil steht. Was jedoch echt bitter ist, der Bildschirm ist nicht beleuchtet. Ja und? Juckt doch niemanden. Und was ist, wenn's mal dunkel wird? Wie dunkel? Ja, mach doch mal das Licht aus. Guckst du gerade traurig? Ja. Oh. Ja, oh. Wenn ihr beim Zocken was erkennen wollt, solltet ihr immer eine Lichtquelle in der Nähe parat haben. So ein bisschen wie beim Gameboy früher. Es gibt allerdings noch eine Alternative. Ihr schließt euer Playdate mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel am PC an, ladet euch das Playdate Mirror-Programm herunter und spielt einfach mit dem Playdate am Computer. Mirror besitzt auch die Funktion, Videos von den Spielen aufzuzeichnen. Das funktioniert easy und ohne Probleme. Und ein Controller lässt sich ebenfalls anschließen. Auch wenn auf dem PC das Display dank Zoom-Funktion deutlich größer ist, bleibt der Charme des Playdates auf der Strecke. Der knackige Look des Displays geht am PC-Monitor verloren, aber es ist zumindest ein netter Service, der von Panic angeboten wird. Apropos netter Service, wem die Spiele der ersten Season nicht ausreichen, kann auch andere auf das Playdate sideloaden. Es gibt zum Beispiel auf dem Indie-Games-Portal itch.io bereits eine eigene Rubrik dafür. Da tummeln sich aktuell viele kleine Spielereien, Demos, Prototypen oder eben sowas wie Bloom. Eine feinfühlig erzählte Geschichte über Midori, die ihr Studium abbricht und sich stattdessen auf ihren Blumenladen konzentriert. Einerseits pflanzt ihr in diesem Idle Game / Social Sim Blumen an, andererseits unterhaltet ihr euch mit Freunden und Familie. Spielerisch etwas seicht, dafür schön geschrieben. Das Playdate ist eine offene Plattform. Wer möchte, kann für Panics Handheld Spiele entwickeln und veröffentlichen. Das Software Development Kit steht auf der offiziellen Website zum Herunterladen bereit. Mit Kenntnissen in der Programmiersprache Lua oder C könnt ihr dann eure eigenen Spielideen umsetzen. Ach so, davon habt ihr keinen Schimmer? Okay, dann dürft ihr euch alternativ in Pulp austoben, dem offiziellen Gamemaker für das Playdate. Diese Browser-App funktioniert etwas simpler und bietet abgespeckte Möglichkeiten. Trotzdem lassen sich interessante Ideen damit umsetzen. Wie zum Beispiel Ron Lenz Island. Der Künstler aus New York hat mit Pulp sein erstes Videospiel gebastelt. Und Island kann sich sehen lassen. Haha, nein, wirklich. Land hat die Limitierungen des Playdates und Pulp auf clevere Art und Weise ausgenutzt und ein cooles kleines Adventure auf die Beine gestellt. Und das lässt sich ganz einfach im Playdate Dev Forum herunterladen. Selbst wenn ihr das Handheld gar nicht besitzt, lässt sich Island in Pulp importieren und spielen. Und genau das macht den Reiz des Playdates aus. Es ist eine spannende und super kreative Spielerei. Halt einfach durch und durch Indie. Darauf muss man Bock haben. Denn auf dem gelben Gerät in Schmelzkäsegröße werdet ihr keine fetten Mainstream-Spiele spielen. Es ist auch unwahrscheinlich, dass man ein ganzes Wochenende auf den Kopf haut, nur um einen speziellen Titel darauf durchzuzocken. Zwar lässt das Playdate ein bisschen an Komfort vermissen und dass das Display nicht beleuchtet ist, ist ebenfalls schade, aber man möchte es irgendwie immer wieder in die Hand nehmen, neue Games auschecken und einfach damit herumspielen. Dabei stolpert man auch zwangsläufig über Zipper von Bennett Foddy, der mit Getting Over It vor ein paar Jahren einen Hit landete. Zipper ist ein stylischer, taktischer Samurai-Slasher, der echt Laune macht. Ob euch das Playdate den Preis von 179 US-Dollar wert ist, Versandkosten und Zoll kommen noch obendrauf, müsst ihr selber entscheiden. Wer es sich jetzt ordert, wird eh bis nächstes Jahr warten müssen. Die Produktionskapazitäten für dieses Jahr sind nämlich schon erschöpft. Bis 2023 weiß man dann sicherlich auch, ob Panic langfristig am Playdate festhält und neue Seasons mit Spielen auf dem Weg sind. Denn falls wirklich stetig neue Indie-Spiele erscheinen, dann könnte das Playdate eine kleine, unterhaltsame Alternative zum Mainstream-Gaming werden. Moin moin und hallo, herzlich willkommen zu den News. Diese Woche starten wir leider mit schlechten Neuigkeiten. Bei Nintendo scheint nämlich hinter den Kulissen einiges schief zu laufen. Erst vor kurzem wurden durch die US-amerikanische Newsseite Axios schwerwiegende Vorwürfe gegenüber Nintendo of America öffentlich. Ein ehemaliger Mitarbeiter hat den Konzern verklagt.
Grund dafür ist, dass eine gewerkschaftliche Zusammenschließung seitens Nintendo verhindert wurde. Für eine solche Gewerkschaft scheint es aber mehr als genug Gründe zu geben. Anonyme sowie ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich gegenüber IGN und Kotaku zu Wort gemeldet. Berichtet wird von einer Zweiklassengesellschaft zwischen Festangestellten und Freiberuflern. Vor allen Dingen seit den massiven Einbußen nach Erscheinen der Wii U seien viele Festangestellte entlassen und dafür mehr freie Mitarbeiter eingestellt worden. Leider erhielten die dann nicht nur teilweise für die gleiche Arbeit einen geringeren Lohn, sondern mussten auch auf andere Vorteile verzichten. Laut den Berichten seien deren Chancen auf eine Übernahme sehr gering. Sie erhalten keine Krankenversicherung, dürfen bestimmte Teile des Firmengeländes nicht allein betreten und werden von Firmenfeiern ausgeschlossen. Nintendo selbst hat sich zu den Vorwürfen noch nicht offiziell geäußert. Weg mit den schlechten Neuigkeiten, hin zu etwas Erfreulicherem. Indie-Games. Davon gab es nämlich im etwa 20-minütigen Indie-World-Livestream einige zu sehen. Zwar gab es nichts Neues zum ersehnten Hollow Knight Silksong, aber ein paar Highlights waren für uns trotzdem dabei. Neue Einblicke gab es in den Mischmasch aus Farming-Simulator und Sammelspiel Ublitz, in dem ihr kleine süße Kreaturen um euch scharen und mit ihnen die Welt erkunden könnt. Ublitz erscheint im Sommer für die Switch. Auch das Rätsel-Adventure Silt ließ ein bisschen tiefer blicken und zeigt, was uns in der dunklen Unterwasserwelt alles erwartet. Wer es nicht ganz so düster mag, kann sich mal Another Crab's Treasure anschauen, ein Souls-like in bunter Meereswelt, oder Elec-Head, ein simpler 2D-Plattformer, in dem ihr mit eurer Elektrizität die Umgebung beeinflussen könnt. Soundfall ist ein Loot-Shooter in Top-Down-Perspektive, der feinstes Geballer im Rhythmus der Musik abfeiert. Mit melodischen Beats im Hintergrund könnt ihr mit bis zu 3 Freundinnen und Freunden das Land Symphonia vor den Mächten der Dissonanz retten. Und dann war da noch Gunbrella, bei dem ihr euch auf einem düsteren Rachefeldzug in schicker Pixeloptik befindet. Erscheinen soll das Ganze nächstes Jahr für die Switch und den PC. Jetzt, wo wir etwas Fahrt aufgenommen haben, geht's auch direkt rasant weiter mit dem Ticker. Der Sommer kann kommen. Das diesjährige Summer Game Fest hat einen Termin. Am 9. Juni soll das Event von Jeff Keighley starten und neue Einblicke in die Zukunft der Gaming-Welt bieten. Vor Gericht. Die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft wird jetzt durch eine Klage gestört. Die Vertreter eines New Yorker Pensionsfonds, die in Anteile des Studios investierten, erheben jetzt Anklage gegen Activision Blizzard. Grund dafür sind der ihrer Meinung nach überhastete Verkauf sowie CEO Bobby Kotick, der dadurch vermeintlich seinen Rücktritt und diversen Anschuldigungen aus dem Weg gehen will. Krasse Sache. Stardew Valley hat sich bis zum März dieses Jahres 20 Millionen Mal verkauft. Davon sind alleine 13 Millionen Kopien auf die PC-Version zurückzuführen. Und auch auf Twitch ist das gemütliche Farmspiel beliebt. Über 1,3 Millionen Accounts folgen dem Titel. Doppelt hält besser. Bethesda hat sich dazu entschlossen, Sci-Fi-Rollenspiel Starfield und Open-World-Shooter Redfall zu verschieben. Statt noch in diesem Jahr sollen sie jetzt in der ersten Jahreshälfte 2023 erscheinen. Als Grund gaben sie an, dass beide Studios ihre Spiele in bestmöglichem Zustand veröffentlichen möchten. Die Körpermutanten kommen. Die Neuauflage von Sci-Fi-Horror-Schocker Dead Space hat einen Termin. Am 27. Januar 2023 sollen euch die Necromorphs wieder das Fürchten lernen. Mal schauen, ob das klappt. Heldengekloppe. Im neuen Gameplay-Trailer zu Gotham Knights könnt ihr 13 Minuten lang Einblicke zu den spielbaren Helden Red Hood und Nightwing bekommen. Wer noch keine PS5 oder Xbox Series hat, muss aber leider auf das Open-World-Rollenspiel verzichten, da es nur für die Next-Gen-Konsolen und den PC erscheint. Kein FIFA mehr! Naja, zumindest wird die gleichnamige Fußballsimulation ab 2023 nicht mehr von Publisher Electronic Arts unter dem Namen veröffentlicht. Stattdessen heißt das Franchise dann EA Sports FC. Grund dafür ist die beendete Partnerschaft zwischen der FIFA und EA. Wow, EA Sports FC, das klingt aber gewöhnungsbedürftig. Da mag ich doch den Klang von Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge doch gleich viel lieber. Und ob das was taugt, das verrät euch jetzt Tim, der hat nämlich die Demo angezockt. Das konnte ich, aber so viel schon mal vorweg. Anspielbar waren nur die ersten beiden Level. Besonders viel habe ich vom Spiel also noch nicht gesehen, aber das muss ja gar nichts Schlimmes sein. Vor allem, wenn wir es mit einem Spiel wie diesem hier zu tun haben. Aber dazu später, fangen wir erstmal mit dem Intro an. Wer als Kind Turtles-Fan war, wird wahrscheinlich schon bei diesen Bildern und dieser Musik lauthals schreien. Shut up and take my money. Aber vielleicht denkt ihr da nochmal kurz nach, lasst die erste Euphorie vorbeiziehen, werdet skeptisch und ruft dann: Halt, stopp! Denn schon Double Dragon 3 The Rosetta Stone hat damals eindrucksvoll gezeigt, ein Beat'em'up kann schick aussehen und sich trotzdem spielen wie 2 Tage alte Fritten. Das Ding ist Fritte, einfach nur zusammen geklaut und das doch nicht mal jod. Ja, 50% gebe ich dir dafür. Aber auch hier können wir Entwarnung geben. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge spielt sich genau so, wie man es sich erhofft.
Die Steuerung ist direkt und präzise, das Trefferfeedback stimmt und die Animationen sehen toll aus. Wer es bis jetzt noch nicht gecheckt hat, hier soll natürlich das Feeling des Beat'em-up-Klassikers Turtles in Time aufkommen. Und das tut es auch. Wer damals schon gerne lila Ninjas aus dem Bildschirm geschmissen hat, wird sich hier wie zu Hause fühlen. Jeder Charakter hat neben der normalen Angriffskombo eigene Sprung- und Sprintangriffe, eine Ausweichrolle und verschiedene Spezialattacken, für die Ninja-Power gebraucht wird. Die lädt sich mit der Zeit beim Kämpfen auf, ihr könnt das aber auch beschleunigen, indem ihr per Schultertaste Gegner verhöhnt. Und diese kleinen Details braucht es eben in einem Spiel wie Shredder's Revenge. Davon finden sich zum Glück schon in den ersten beiden Levels eine Menge. Hier arbeiten ein paar Gegner witzig am PC, da nehmen sie eine Kochshow auf, hier wurde sich ordentlich Mühe gegeben, jedem neuen Bildschirm etwas Leben und Turtles-Humor einzuhauchen. Und die Grafik sieht auch super aus. Denkt man an solche Designverbrechen wie Double Dragon Neon zurück, haben Tribute Games hier wirklich den richtigen Mix zwischen neu und alt gefunden. Was fehlt noch zum Glück? Ein ordentlicher Soundtrack. Und auch hier gibt's nichts zu meckern. Klingt alles so, wie es soll. Und sogar die Originalsprecher aus der Cartoon-Serie von 87 sind dabei. Cowabunga! Fanservice at its best. Fragt sich nur, was jemand damit anfangen soll, für den Turtles in Time nicht das Maß aller Dinge ist. Die Antwort? Wahrscheinlich relativ wenig. Beat'em-ups sind eben so eine Sache. Man kloppt sich die ganze Zeit von links nach rechts durch eine Handvoll Gegnertypen, schmunzelt ein bisschen über ein paar Gags und legt das Spiel wahrscheinlich beiseite, wenn es das erste Mal knackig wird. Ist eben was für Liebhaber. Fazit: Shredder's Revenge spielt sich poliert, sieht nett aus und klingt auch so, mehr aber auch nicht. Vor allem im Koop macht es richtig Spaß. Es ballert wie Sau und ist eine faszinierend dämliche, aber auch kurzweilige Beschäftigung. So wie Bier trinken in der Sonne. Und in Zeiten überfrachteter Riesenspiele kann das ja eine Wohltat sein. Das Ganze ist aber sicherlich kein Weckruf für das Brawler-Genre. Dafür müsste es die 30 Jahre alten Genregrenzen deutlicher verschieben. Ersteindruck, kann man kaufen, ist ganz geil. Und dieses Fazit habe ich komplett von Michas Streets of Rage 4 Review aus Folge 159 geklaut. Hat niemand gemerkt. Haha. Brawler halt. Das war's dann auch schon wieder mit den News für diese Woche. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Krogi. Es gibt Spiele, die bringen selbst die härtesten Krieger zum Weinen. Knallharte Typen wie Trant, die hunderte Bestien beim Monster Hunter abschlachten, ohne mit der Wimper zu zucken. Souls-Fans der ersten Stunde, die sich bei jedem neuen Teil wieder tagelang verprügeln lassen, ohne eine Träne zu vergießen. Aber bei Moss, einem VR-Spiel mit einer süßen kleinen Maus, da ist es dann vorbei. Tja, steckst du nicht drin. Trant war völlig fertig danach. Da konnten wir ihm Teil 2 natürlich nicht zumuten und haben ihm ein Souls-like zur Entspannung verabreicht. Damit ist er erstmal bis nächste Woche beschäftigt. Und Mossbook 2 haben wir zur Sicherheit unter dem Radar versteckt. Besser ist es. Ihr überlegt gerade aus Langeweile und Mangel an Alternativen, den dritten Charakter in Elden Ring hochzuziehen? Gut, verstehe ich. Kann man machen. Aber für alle, die sich nach etwas Neuem sehen, haben wir auch was. Tolle Spieletipps, die bis jetzt unter unserem Sendungsradar gelaufen sind. Wir beginnen niedlich und warmherzig, denn dem VR-Abenteuer Mossbook 2 solltet ihr unbedingt eure Aufmerksamkeit schenken. Das kann sich neben seinem geliebten Vorgänger mehr als sehen lassen. Die märchenhafte Welt zieht euch garantiert wieder in ihren Bann. Als übergroßer Leser schmökert ihr im Buch von Moss, auf dessen magischen Seiten die Geschichte des gleichnamigen Fantasiereichs erzählt wird. Eine Arkane-Armee bedroht den Frieden von Quills Welt. 5 magische Glasrelikte sollen diese bösen Kräfte aufhalten und ihr müsst der Mäusedame beim Suchen helfen. Ihr steuert sowohl Quill in Kämpfen und Rätseln, als auch euch in Form des beobachtenden Lesers. Dabei könnt ihr durchaus auch in das Geschehen eingreifen, schwere steinerne Plattformen in Quills Reichweite ziehen, Kletterwände und Brücken wachsen lassen oder Gegner in Schach halten. Dieses Zusammenspiel zwischen euch und Quill ist unglaublich immersiv und motivierend. Gerade kleine Gesten sind es, dank der euch die kleine Heldin ans Herz wächst. Ist beispielsweise ein Boss zur Strecke gebracht, gibt es natürlich zuallererst ein High Five. Allerdings reißt euch auch die ungenaue Bewegungssteuerung des DualShock-Controllers manchmal ganz schön raus. Da kommt nicht nur Frust auf, sondern leidet auch die Immersion. Aber trotz dieser Probleme hat sich Quill wieder schnell in unser Herz gespielt. Nach und nach lernt ihr neue Fähigkeiten und die Level werden immer anspruchsvoller, ohne aber zu überfordern. Wenn auch ihr ein Herz für heldenhafte kleine Feldmäuse habt, ist Mossbook 2 einfach Pflicht. Aber Vorsicht, die ein oder andere Krokodilsträne ist vorprogrammiert. Weniger rührselig geht es in Going Medieval zu. Das ist eine Mittelalter-Simulation, die, anders als andere Spiele, die im Mittelalter spielen, nicht bloß von Krieg und Schlachten handelt. Hier wird sich wirklich noch an Alltag und Realität von früher orientiert. Ziel des Spiels ist es in erster Linie zu überleben. So einfach, so gut.
Nach und nach baut ihr euch euer neues Zuhause mitten im Nichts auf. Ihr startet mit wenigen SiedlerInnen und fangt an, das Land umzugraben, um Nahrung anzubauen, Bäume für die eigene Hütte zu fällen und Bären gegen den Hunger zu futtern. Klingt anstrengend, hm? Damit ist es aber noch nicht getan. Ihr müsst schauen, dass euer Dorf bei guter Laune bleibt und immer den richtigen Alkoholpegel hat. Ja, das ist tatsächlich ein Bedürfnis. Ist die Stimmung bei den einzelnen Personen zu schlecht, gehen sie einfach aus dem Dorf und verabschieden sich für immer. Neben finanzieller Unterstützung geht es in diesen Corona-Zeiten auch. Also ist es sinnvoll, die Bedürfnisse und Eigenheiten der Bevölkerung im Blick zu haben. Ganz ohne Gewalt ging es auch im Mittelalter nicht. Deshalb passiert es ab und zu, dass ihr euch bei einem Angriff verteidigen müsst. Generell muss man sagen, dass ihr beim Spielen über viele Dinge den Überblick behalten müsst. Aber genau das macht den Reiz aus. Nahrung, die zu lange auf dem Boden liegen bleibt, verdirbt. Und wenn das Wetter nicht mitspielt, dann kann das schon mal eine Ernte kosten. Dafür, dass sich Going Medieval noch im Early Access befindet, ist es schon eine überraschend umfangreiche und vielfältige Mittelalter-Simulation. Für Aufbau, Management und vor allem Mittelalter-Fans ist es jetzt schon ein absoluter Geheimtipp. Gleiches gilt für Plattformer-Fans auch bei Imp of the Sun. In dem spielt ihr einen wütenden, aber gleichzeitig unglaublich knuffigen Kobold namens Nin, der aus Energie, Licht und Feuer besteht. Kein Wunder, denn der Sonnengott persönlich hat ihn auf die Erde geschickt, um eine ewige Sonnenfinsternis rückgängig zu machen. Dafür müsst ihr 4 Hüterwesen besiegen, die sich in den verschiedenen Gegenden der Welt befinden. Bei dieser Challenge seid ihr jedoch nicht auf euch allein gestellt, sondern bekommt eine treue Freundin an die Seite. Die begleitet euch aber nur im Geiste und gibt euch Tipps, falls ihr mal nicht weiter wisst. Manchmal kann sie aber auch nerven, wenn sie zum Beispiel zum 100. Mal kommentiert, wie schön die Landschaft ist. Jaha, ich hab's verstanden, danke! Trotzdem hilft es, wenn sie uns steckt, dass wir einfach noch ein bisschen aufleveln müssen, um überhaupt eine Chance gegen die anstehenden GegnerInnen zu haben. In Imp of the Sun gibt es viel zu entdecken und immer mehr über die mythologische Hintergrundgeschichte zu erfahren. Außerdem könnt ihr neue Fähigkeiten lernen und eure Attribute steigern. Und das müsst ihr auch, denn teilweise sind die GegnerInnen ganz schön herausfordernd. Ein Dark Souls solltet ihr allerdings nicht erwarten. Das Artwork im peruanischen Stil ist liebevoll gestaltet und zusammen mit dem Soundtrack fällt es leicht, in die Welt von Imp of the Sun abzutauchen. Abtauchen geht aber auch bei Abriss. In dem baut man in entspannter Zen-Atmosphäre Dinge auf, um sie dann wieder abzureißen. Nur aufbauen wäre ja auch langweilig, oder? Das hat sich das dreiköpfige Entwicklerteam Randwerk aus Berlin auch gedacht, weshalb ihr hier in einer fernen futuristischen Welt verschiedene Strukturen in die Luft jagt, einreißt, überrollt, zerlasert und. Das Spiel befindet sich im Early Access und hält 5 Welten mit je 7 Levels für euch parat. In jedem erhaltet ihr eine bestimmte Anzahl an Bauteilen, die ihr kombinieren müsst, um die Ziele so effektiv wie möglich abzureißen. Jede neue Welt bietet euch dabei eine neue Mechanik, beispielsweise den Einsatz von Bomben, was eure Herangehensweise maßgeblich beeinflusst. Die abschließende Erfolgsanzeige eines jeden Levels triggert den Perfektionisten in euch. Zwar reicht schon ein minimaler Grad an Zerstörung, aber ganz ehrlich, unter 90% geht gar nicht. Zumindest könnt ihr aber euren Versuch immer wiederholen. Und glaubt uns, das müsst ihr auch. Trial and Error ist in Abriss euer bester Freund. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Ich glaube schon. Für all diejenigen, denen das Tüfteln an der besten Lösung zu lange dauert, gibt es eine Hinweisfunktion. Nutzt die aber nicht so oft, sonst marschiert ihr im Easy-Mode durch die ohnehin schon begrenzte Anzahl an Levels. Und das ist der größte Schwachpunkt von Abriss. Dafür könnt ihr euch aber zumindest im Sandkastenmodus ohne Beschränkungen richtig austoben. Dabei solltet ihr aber darauf vorbereitet sein, dass das Spiel auf den höchsten Einstellungen eure CPU ins Straucheln bringt. Wer das in einem Early Access-Titel verzeihen kann, bekommt mit Abriss aber ein stimmungsvolles Zerstörungspuzzle, das sich sehen lassen kann. Die großen Neuerungen von Rogue Legacy 2 sieht man vielleicht nicht gleich auf den ersten Blick, aber lasst euch gesagt sein, da stecken einige drin. Wie im ersten Teil bereist ihr auch hier ein immer wieder zufällig zusammengewürfeltes Gemäuer, das euch mit Fallenkram und Monstergesocks an die Lebenspunkte möchte. Sind die aus, geht es zurück an den Anfang. Weil ihr aber gesammeltes Gold und einige permanente Upgrades behaltet, fühlt sich eine Niederlage fast nie nach vertaner Zeit an. Pro Anlauf habt ihr außerdem die Wahl zwischen 3 verschiedenen Charakteren mit unterschiedlichen Klassen, Attributen und stellenweise sehr seltsamen Eigenheiten. Soweit so bekannt. Aber Rogue Legacy 2 dreht nicht nur das größer, schöner, weiter Rädchen mit vielfältigeren Arealen, mehr Klassen und spannenderem Loot auf 9000, sondern verfeinert auch darüber hinaus. Beispielsweise findet ihr jetzt deutliche Metroidvania-Anleihen.
Nur mit bestimmten permanenten Skills könnt ihr euch alle Areale erschließen. Dadurch werden mehrmalige Stippvisiten in bekannten Gebieten noch motivierender. Hinzu kommen neue Manöver wie der Sprungtritt, mit dem ihr euch von bestimmten Gegenständen und Widersachern abstoßen und so höher gelegene Abschnitte erreichen könnt. Leider ist der fordernde Schwierigkeitsgrad aufgrund der zufälligen Platzierungen von Gegenständen etwas frustrierend. Der Vorteil: Dank der neuen Hausregeln-Optionen könnt ihr euch das Spiel so leicht oder schwer machen, wie es euch gefällt. Deshalb haben wir an Rogue Legacy 2 rundum wenig zu meckern. Es beerbt nicht nur eines der besten Roguelites überhaupt, es ist auch eines der besten Roguelites überhaupt. Roguelite geht auch anders. Mixt man das mit 90er Retro-Charme, einer Hommage an Doom und modernen Looter-Shootern, kommt dabei Nightmare Reaper raus. Nach einem kurzen Tutorial erwacht ihr als Patientin in einem Krankenhaus. Es gibt nicht viel zu tun, außer der klassischen Toilettenspülung, ein paar Notizen und schlafen. Es gibt nichts Schöneres, als ins Bett zu gehen. Ich liebe es, mich schlafen zu legen. Du auch, Ernie? Oh, aber sicher, Ben. Ah. Kaum legt ihr euch hin, seid ihr aber in einem Albtraum gefangen, aus dem es sich rauszuballern gilt. Keine krasse Story, keine Quests, das Gameplay regiert in Nightmare Reaper. Und das macht richtig Laune. Bei jedem Game Over beginnt das Level von vorn und wird per Zufall neu generiert. So gleicht kein Höllenritt dem anderen. Genauso wie die Level ändert sich auch der Loot. Hinzu kommen zufällige Ereignisse und sogar Bosse. Eine Armee Ameisenzombies will uns überrennen, goldene Karnickel mit dickem Loot huschen über die Wiesen, einfach draufhalten. Jede Waffe hat eine einzigartige Fähigkeit, manche sind sogar kombinierbar. Das arcadige Flair setzt sich in dem Fähigkeitenbaum fort. Hier müsst ihr in einem Super Mario-Verschnitt kleine Level meistern, um neue Fähigkeiten wie den Dash freizuschalten. Diese Minigames können den Flow des Spiels stören oder eine willkommene Verschnaufpause sein. Da sie optional sind, könnt ihr das zum Glück selbst entscheiden. Nightmare Reaper bricht die Mauern zwischen modernem und traditionellem Gameplay, genauso wie der schicke Pixel-Look. Die Schnelligkeit des anspruchsvollen Shooters verlangt euch all eure Reflexe ab, sodass wir unseren nächsten Albtraum kaum abwarten können. Ein richtiger Traum von einem Spiel ist aber unser Unterhund des Monats. Norco ist ein Point-and-Click-Adventure, dem man das Herzblut an jedem Pixel ablesen kann. Die industrielle Zukunftskleinstadt Norco liefert mit bleiernder Luft und Tech-Noir-Mysterien die Bühne für eine packende Geschichte. Dem Spiel steht der reale Heimatort des Entwicklers als Vorlage, der von einer Raffinerie des Unternehmens Shell geplagt wurde. Im Spiel steht dafür sinnbildlich der fiktive Shield-Konzern, der sich immer größere Teile der Stadt einverleibt, die Bevölkerung ernährt, aber gleichzeitig auch ausbluten lässt. Protagonistin des Spiels ist Kay, die gerade unfreiwillig von einem Selbstfindungstrip zurückkehrt und erfährt, dass ihre Mutter an Krebs gestorben ist. Zusätzlich scheint ihr Bruder auf die schiefe Bahn geraten und verschwunden zu sein. Schnell wird aber die Frage aufgeworfen, ob hinter beiden Ereignissen noch mehr stecken könnte. Die Nachforschungen treibt ihr im Stile klassischer Point-and-Click-Adventures voran. Ihr klickt euch durch die Bars und Häuser der Kleinstadt, redet mit Bewohnern, Rowdies und Landstreichern, um Hinweise über eure Familie zu erhalten. Jeder Gegenstand könnte eine neue Spur sein, ihr werdet aber nie mit Optionen überfordert. Da das Spiel alle wichtigen Erkenntnisse in einer praktischen Mindmap festhält, werdet ihr dabei nie ziellos umherirren. So kann sich Norcos von interessanten Themen und Charakteren fast schon überlaufende Geschichte voll entfalten, die einmal mehr beweist, dass es keine Milliarden Polygone braucht, um echte Tiefe zu erzeugen. Hier geht es um Selbstfindung, Familie, Wirtschaftsverbrechen, Schicksalsschläge und der Suche nach dem Sinn des Lebens, was Norco in düsterer Atmosphäre und mit bissigem Humor inszeniert. Spielerisch dürft ihr abseits von kleinen Quicktime-Events und Minispielen nicht viel erwarten. Gerade letztere sind oft sogar eher störend. Außerdem sollte klar sein, dass neben seinem stilvollen Auftreten vor allen Dingen der herausragende Schreibstil Norco Leben einhaucht. Wer keine Lust hat, eine Menge zu lesen, und wir meinen wirklich eine Menge, ist hier wahrscheinlich falsch. Wer davor aber keine Angst hat, bekommt mit Norco einen düsteren, emotionalen Detektiv-Thriller, den wir euch sehr ans Herz legen. So, wir hoffen, ihr seid mit diesen Indie-Perlen aufs Erste versorgt. Sobald unser Radar uns wieder die Bude zusammendröhnt, gibt es neue Spiele, die an euch vorbeigezogen sind. Bis dahin, euer Captain Ingo. Und das war's auch schon wieder mit Game 2. So, Leute, und ihr könnt jetzt mal runter von der Couch und macht was aus eurem Leben. Was sitzt ihr denn immer noch rum? Da draußen gibt's Geld zu verdienen. Hä? Ey, Leute, ihr sitzt ja immer noch da rum. Das gibt's doch nicht. Wisst ihr nicht, wie man reich wird oder was? Na gut, dann guckt euch jetzt halt mal ein paar Videos von High Performer Henning an und dann sehen wir uns nächste Woche auf der Yacht. Bis dahin, wiederschauen. Reingehauen.
Ich habe diese neuen Segelschuhe, die sind sehr seidig. Oh, die sind so gut. Mm. Sehr teuer, aber super. Naja, die paar tausend Euro für Schuhe muss man schon ausgeben. Ja, man läuft ja auch viel rum auf der Lacht, die ist so groß.